Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie wieder recht herzlich zur Mali-Meditation am Sonntag. Und dieser Sonntag oder die Einleitung zu diesem Sonntag, da habe ich wieder mal ein Kinderlied gewählt und die Kinder singen »Lass die Herzen immer fröhlich«. Das ist doch ein wunderschöner Einstieg für diesen Sonntag, mit einem fröhlichen Herz in diesen Sonntag gehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist leicht, ein fröhliches Herz zu haben, wenn alles gut geht, wenn in der Familie alles in Ordnung ist, wenn man gesundheitlich super drauf ist und alles perfekt ist, dann kann man fröhlich sein und mit dieser Fröhlichkeit steckt man andere an. Aber wenn dann einmal eine andere Situation kommt, dass man dann eventuell in eine Krankheit hineinrutscht, dass man krank wird, oder wie einige von Ihnen, die heute auch zuschauen, die schwer krank sind, dann wird es schon schwierig, um ein fröhliches Herz zu behalten. Aber dieses fröhliche Herz ist im Grunde genommen, wenn man eine Erkrankung hat oder auch wenn man mal durch ein Tal geht, der Garant, dass man auch wieder rauskommt. Denn, wie gesagt, das Lied, das die Kinder gesungen haben, »Lass die Herzen immer fröhlich«, das finde ich so schön, weil Kinder haben eigentlich eine Frohnatur. Kinder sind eine Frohnatur, es sei denn, sie leben in Lebensumstände und leben in Lebensgemeinschaften, die nicht oder einfach nicht schön sind. Und aber wenn ein Kind ein normales Elternhaus hat und normal aufwächst, dann hat das ein fröhliches Herz. Und das ist doch so, wenn die Großeltern, wenn da die Enkelkinder zu Besuch kommen, dann baut sie das auf. Das weiß ich auch von Patienten, die bei mir waren, die immer gesagt haben, also wenn meine Enkelkinder kommen, dann bin ich richtig aus meiner Situation herausgerissen. Dann bin ich wieder fröhlich. Und das ist ja eben das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Leichtigkeit im Herzen, diese Fröhlichkeit. Und das ist, was ich auch immer wieder sage, die Lebenssituation im Moment, zumindest das, was wir immer gesagt bekommen von den Medien und auch von den Zeitungen, das ist natürlich alles andere als fröhlich. Und wenn man sich da mitziehen lässt, dann hat man ein echtes Problem, weil dann kommt einen kein fröhlicher Gedanke mehr. Und das, was ich Ihnen jetzt sage, das gilt für mich auch. Ich habe auch Tage, wo ich verschiedene Dinge höre und sehe und dann sage ich mir, lass dich nicht mitziehen in diese Gedanken, lass dich nicht mitziehen in diese Bilder. Weil wenn wir diese Bilder und diese Gedanken bei uns einnisten, so wie Martin Luther schon einmal gesagt hat, wir können nicht verhindern, dass ein Vogel über unser Haupt fliegt, aber wohl, dass er ein Nest drauf baut. Also wenn solche Dinge kommen, lasst eins nicht zu, dass diese Gedanken ein Nest in eurem Kopf aufbauen. Weil dann wird es ganz schwierig, dann rutscht man sehr schnell in eine depressive Verstimmung, so fängt das dann meistens an. Aber wenn man in der Fröhlichkeit bleibt, passiert das nicht. Und was ist denn der wichtigste oder das wichtigste Element, was uns in dieser Fröhlichkeit hält? Das ist unser Glaube an die Liebe Christi und unser Glaube an die Liebe Gottes, dass wir getragen werden. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, als wenn wir getragen werden und wenn es manchmal so aussieht, als wenn alle uns verlassen haben. Alle Engel nicht mehr da sind, die Liebe Gottes nicht mehr da ist, die Liebe Christi nicht mehr da ist und wir sind auf einmal, haben das Gefühl, wir sind ganz alleine in unserem Leid, in unserer Krankheit. Und dann ist eins ganz wichtig, lassen Sie sich von den Gedanken nicht mitziehen. Machen Sie die Meditation, machen Sie die Mali-Meditation, gehen Sie in ein Gebet und Sie werden sehen, dass es leichter wird. Es gibt auch noch ein anderes tolles Mittel, wenn Sie sich so nicht gut drauf fühlen und wenn Sie so belastet werden und wenn alle möglichen miesen Gedanken kommen, dass auch schon der Angehörige sagt,
Also, wenn ich dich ansehe, dann sehe ich richtig, dass du richtig mies drauf bist. Da gibt es ein ganz tolles Mittel, wenn Sie so richtig drauf sind. Ziehen Sie die Mundwinkel hoch. Ziehen Sie einfach Ihre Mundwinkel hoch und lachen Sie. Probieren Sie, ein fröhliches Gesicht zu machen. In dem Moment, wenn Sie das tun, verändert sich hier innen drin schon alles. Allein die Mimik macht schon ganz viel aus. Und wenn wir diese negative Mimik haben, die Mundwinkel nach unten und die Gedanken nach unten, zieht es uns doch immer weiter runter. Also lassen wir das heute bei dem Thema, lass die Herzen immer fröhlich. Mit einem fröhlichen Herz ist es wunderbar, anderen Menschen zu begegnen, weil denen tut das gut. Denen tut das gut, wenn jemand fröhlich ist. Auch Kinder sind immer fröhlich. Wenn sie mit Kindern umgehen, ist es auch für sie ganz wichtig, dass sie fröhlich sind. Sonst gehen die Kinder ganz schnell wieder von ihnen weg. Das wollen die nicht. Die Kinder wollen Fröhlichkeit, die wollen Leichtigkeit. Und unser Leben ist nun mal Berg- und Talfahrt. Mal haben wir Momente, wo es leicht geht, und dann wieder Momente, wo es nicht so leicht geht. Aber dafür haben wir doch Hilfsmittel, um wieder herauszukommen. Wenn Sie in dieser Gesinnung und wenn Sie diese Gesinnung festhalten, diese Liebe Gottes, diese Liebe Christi, wenn Sie nicht vergessen, um zwischendurch mal zu beten, weil das Beten ist ja nichts anderes wie eine Kontaktaufnahme, dass die Meditation, die wir machen, die meine Meditation, ist auch nichts anderes wie eine Kontaktaufnahme mit der göttlichen Kraft, mit der Liebe. Und diese Liebe, die wir empfangen, da ist es ganz wichtig, dass wir die weitergeben. Denn wenn Sie etwas weitergeben, dann erst wirkt es richtig bei Ihnen. Wenn Sie etwas schenken, wenn Sie etwas verschenken, dann kommt ein Glücksgefühl in Ihre Herzen. Und dieses Glücksgefühl und dieses Glück, das ist so unwahrscheinlich wichtig. Jetzt habe ich heute in dieser Sendung Meine Meditation am Sonntag, möchte ich Ihnen noch etwas sagen, und vor allem betrifft das diejenigen, die krank sind. Ich habe angefangen, so kleine YouTube-Filme ins Netz zu stellen. Und zwar sind das Patienten, die bei mir waren, die gesund geworden sind. Und ich finde das darum so wichtig, Ihnen das zu zeigen, weil dann können Sie sich aufbauen. Wir brauchen, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, brauchen wir Beispiele von Menschen, die aus dieser Situation herausgekommen sind. Das muss nicht unbedingt eine Krankheit sein, das können auch Lebensumstände sein. Und wenn wir dann so ein Beispiel, so ein Vorbild haben und sehen, was haben die gemacht, um da wieder rauszukommen, fällt es uns leichter, auch für uns einen Weg zu finden, um wieder in die Fröhlichkeit zu kommen, um wieder in das bejahende Leben zu kommen. Und darum setze ich diese kleinen Beiträge jetzt immer mal, wenn ich Patienten habe, die mir so ein Interview gegeben haben, setze ich rein, damit sie sich selber daran aufbauen können. Und es ist auch ganz wichtig, dass wenn Sie die Mali-Meditation machen, dass Sie die richtig machen. Dass Sie das so machen, denn diese Meditation ist ja nichts anderes wie es ist ein kleiner Hausgottesdienst, wo Sie, wenn Sie alleine sind oder mit Ihrem Partner, gemeinsam beten und während der Meditation sich mit der göttlichen und mit der christlichen Liebe verbinden und da die Kraft herausholen. Und wenn Sie das machen, dann wird Ihr Herz fröhlich. Dann können Sie wieder lachen, dann können Sie wieder glücklich sein und dann können Sie sich auch vorstellen, dass Sie wieder geheilt werden. Denn das möchten ja viele, die hier zuschauen, wieder geheilt werden. Und das wünsche ich Ihnen und das hoffe ich auch, dass die krank werden, dass es denen so ergeht wie die, wo ich diese kleinen Beispiele ins Netz stelle, dass sie bald wieder gesund werden. Wir werden jetzt wieder gemeinsam an diesem wunderschönen Sonntag die Meditation machen. Wir setzen uns entspannt hin, legen eine Hand auf das Herz und eine Hand auf das Sonnengeflecht.
schließen die Augen und gehen so gemeinsam in die Mali-Meditation am Sonntag. Nur dieser Augenblick zählt. Schließe deine Augen. Öffne die Hände zu einer Schale. Stell dich offen dem Licht zugewandt wie eine Mohnblüte. Sei dir bewusst, dass nur dieser Augenblick zählt. Du brauchst gar nichts zu tun.